Okay. Okay, lass die ganze Ebene poolen, da riskieren wir's. Da riskieren wir's, das könnte was werden. Das Problem ist, wir müssen schauen, dass der Shield-Mob verschwindet, weil der sorgt noch sehr viel Damage. Ich muss aber sagen, was ich prinzipiell noch besser finden würde, das sollte man so von der Treiber nehmen, ist, dass Elite Progress Orbs droppen. Dann könnte es das ein bisschen genauer abstimmen. Dann könntest du das noch ein bisschen genauer abstimmen. Oh, jetzt ist hier aber Full House. So, wir locken mal alle raus hier. Genau so, dass die Eimer rundherum müssen, damit sie alle im Reich der Feuerbälle stehen, also in diesem Bouncing-Bereich, um uns dann wegzupositionieren. Man merkt, dass wir wahrscheinlich fehlt uns noch ein Attack Speed Cap. Deswegen geht das hier vom Angriff her so langsam. Kriegen wir den noch? Okay, die kleine noch. So, nächste Ebene. Servus, Lotto. Schade. Ich meine, müssen wir jetzt riskieren, weil wir eine gute Zeit gespielt haben, aber die Ebene ist shit. Die Ebene ist leider shitty. 77, ja, ich dachte, wir überlegen noch mal ein bisschen nach. Da hat er noch mal Gas gegeben. Ja. Es war auch schon sehr knapp bei den Bossen. Also die Bossfights, die sind heavy.
immer das Problem, da stirbt irgendwie nichts. Will da mal was sterben? Ah, wenn du die nicht zum Bausen kriegst, das hat kein Damage, ne? Dann gibt's halt auch kein Damage. Ah, okay, da haben wir ein bisschen den größeren Raum. Da kann man dann theoretisch kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen viel Shield-Mobs haben, die hier rumlaufen. Und die noch uns dann, weil das ging auf der vorherigen Ebene, ging das deutlich einfacher. Vielleicht shielden die uns zu viel. Vielleicht shielden die uns ein bisschen zu viel. So, schauen wir mal, kriegen wir die alle da noch rein? Eine gute Dinge. ...77 clear, barely! Ich würde es dir ja ehrlich gesagt gönnen, ne? Aber du schwitzt auch schon, oder? Also für alle, die jetzt hier noch um die Wette schwitzen sind. Nee, nee, so 7 Monster drinnen, Trainingsanzug, Schweißbänder, zwischendurch mal schnell runterduschen. Sagt er einfach nee. Aber du hast auch 16.000 Leben und ich habe nur 6. Wie kommst du mit dem Necro auf 16.000 Leben? So, dann müssen wir jetzt weiter. Das ist unsere Entfernung, wo wir gut Damage machen können. Das ist die, wo die eigentlich stehen bleiben sollten, die Bengals. Keine mythischen, ja, bei mir doch auch nicht. Bei mir doch auch nicht, so. Okay, es geht wieder ab zum Boss. Mal schauen, welcher Boss uns jetzt hold ist oder nicht hold ist. Ach du Scheiße.
Wenn das Ding hochgeht, dann bist du halt tot, ne? Ich glaube, ich habe die Ability gefehlt. Möchtest du jetzt mal sterben? Hallo? Sterben? Fragezeichen. So, meine Damen und Herren. 77. Ja, das geht sich dann wahrscheinlich nicht mehr aus. Ich glaube, einen können wir noch machen. Für die letzten 18 Minuten. Weil dann ist hier Finish. Dann ist hier Finish. Schauen wir mal, was das Höchste ist, was man noch aufmachen kann. Wie die ganzen Nekros jetzt ins Schwitzen kommen und schon alle nachlegen. Wie die alle nachlegen. So, wir können... Ah, fuck, 78. Also Berlin, ne? Mit einem 80er hole ich dich nicht mehr. Also jeder, der 80 hat, der ist safe. Ich wusste nicht, dass das so lange dauert beim Freispielen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir noch den 78er nachlegen können. Nee. Schon mal ein GZ an alle mit 80, ja, habt ihr gut gemacht. Fuck, die haben uns geholt. Ihr Bastarde! Jetzt holen sie uns. Im Kerker eingekesselt. Im Kerker eingekesselt. Wer hätte das gedacht? Hätte nicht gedacht, dass der Nekro noch so hoch geht. Ach, come on, ey. Eine Ebene noch. Gönn uns doch noch eine Ebene. So, dann wird das jetzt der letzte Try.
Aber ich muss sagen, ich meine, trotz der Weakness, Weakness haben ja alle Skillungen, ist das sicherlich eine der coolsten, so spaßigen Skillungen, die ich bis jetzt gespielt habe. Einfach weil du halt so, weil das so viel Unterschied macht von dem Positionieren her und so, wie viel Damage du eigentlich machst. Ja, es ist nicht so ein Spiritborn, wo dich halt dreimal im Kreis drehst und die Sache ist durch. Schade, also ich hoffe, dass vielleicht in Zukunft ein paar mehr von diesen Skillungen kommen, wo man für Positionierungen und so weiter belohnt wird. Oder auch von mir aus gerne so Skillungen, wo du halt auch Damage vielleicht aufbaust, wo du hier, so wie hier, Mobs zusammenpulst. Und dann versuchst, denen das Licht auszuknüpfen. Da wird's aber nicht mehr dunkel. Was ist denn da los? Wieso leben die denn so lange? So, jetzt sind wir ein paar gestorben, ey. Was noch ein bisschen fehlt, ist so ein Elite-Game. Vor allem bei den Bossen, je länger die Kämpfe dann dauern. Das ist echt zäh hier, ich sag's euch, das ist wirklich zäh. Das hier ist wirklich eine zähe Geschichte. Die Shield-Mobs, die soaken gut Damage raus, ja. Die soaken richtig gut Damage raus. So, neue Ebene. Und damit sind wir raus. Und damit, meine Damen und Herren, weil die Ebene kannst du nicht spielen, bleibt es bei 77. Das heißt, einmal ein ganz, ganz kräftiges GZ in den Chat von jedem für die Teilnahme, egal wann ihr gestorben seid, wann ihr raus seid. Das war eine Wahnsinnsleistung. In knapp einer Woche im Hardcore mit den meisten Disconnects und Game Crashes, die ich jemals in Diablo 4 hatte. Also bei mir allein, ihr habt es ja gesehen, ist 6-mal das Game gecrashed in der Woche. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel das bei den anderen war. Die Anzahl der Tode, was ich gelesen habe, war mehr oder weniger, ohne Scheiß, meistens durch Game Crashes und so, das war richtig krass. GZ an alle und an dich war das ein ziemliches Comeback. Also dafür, dass wir gestorben sind, haben wir, glaube ich, noch gut aufgeholt. Der Charakter hat 28 Stunden Playtime. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir werden jetzt dann noch ein bisschen warten, damit die letzten Sachen eingerichtet werden. Zappo, ist bei dir das aktuell die Liste? Ja, bis Zappo hier noch ein bisschen die Liste aktualisiert hat, dann kommt ihr alle in das Schicksalsrad und dann ziehen wir, wie angekündigt, drei Gewinner.
Das heißt, jeder, der über 77 oder größer, jetzt haben wir größer gleich, jeder, der 77 oder mehr hat, kommt dann da rein und wird gezogen. So, also Chris 369 wäre der nächste Gewinner. Und in der Zwischenzeit rollen wir mal hier aus der Challenge, damit wir mal schauen, wer die glücklichen Gewinner sind. Also die Liste wurde übertragen. All die Leute sind 20, waren besser als ich. Ein GZ dazu. Der erste Gewinner oder der erste Gewinnerin ist Xiar. Ist das richtig ausgesprochen? Xiar. Xiar, einmal ein GZ in den Chat für Numero Uno. NR Uno. Okay, dann kommst du raus. Der nächste oder die nächste und der auch noch mit der höchsten Pit ist Orschgrund. Kannst du auch, also Lorand. Ja, normal für den Namen hier schon. Das war der Schurke, oder? War das der Schurke? Lorand. Zappo, ich schreibe das gleich mit. Und dann, last but not least, drehe dich noch einmal. Und der dritte, um das Trio zu vervollständigen, ist... Oh, das ist knapp. Timo. Der Timo. Tja, Berle, da muss das nächste Mal wohl doch wieder mitmachen. Gratulation. So, einmal eine Gratulation an das Team. Ich erwarte natürlich, dass ihr in der nächsten Challenge wieder mitmacht und dass ihr auch in der nächsten Challenge gewinnt. Ja, was gab es denn zum Gewinnen? Ich habe so einen Lilles-Pokal. Ja, den und noch was anderes. Ich muss mal gucken, ob ich bei Blizzard was rausleier. Und dann schicke ich euch das.